Hey Gude, wenn ihr schon denkt, Ananas oder so wäre schlimm auf einer Pizza, dann probiert eine Brieza. Also hier mit Weißwurst, Brezel, daher der Name mit, Senf, Schmatt, guckt's euch an. Ananaspizza, ihr denkt, Ananaspizza ist, das geht besser. Haben wir nach unten. Wir haben hier die, wie heißt sie, Brezi. Also ein Brezel, also ein Laugengebäckteig mit Weißwurst, Radieschen und die Creme mit süßen Senf und Schmand. Brezeln, also Brezi. Und dann machen wir jetzt mal eine Verkostung. Ein ganz kleines für mich. Ganz kleines für dich. Danke. Ein ganz kleines und eins für mich. Also Teig ist schon heftig kräftig. Ich glaube, der ist durch, hoffe ich. Geschmack, mir fehlt ein Weißbier. Also durch den süßen Senf und den Schmandcreme da unten runter. Er ist richtig süß. Ist deftig, kräftig, klar. Ich muss sagen, Prinzi hat was. Guten Abo und tschüss. So, also wie gemacht, war mein erster Versuch, hier Laugenstangen, Laugenbrezel, Laugenbrötchen, sonstiges irgendwie nehmen. Ich hatte da jetzt 4 Stück, probiert einen Teig auszurollen, dann vorbacken. Teig also ausrollen, ich habe es nicht gemacht, ich habe probiert zu ziehen. Ziehen lässt er sich sau bescheiden. Ich wollte aber nicht platt drücken mit dem Rollen, deswegen halt so. Also vorbacken. Damit es da erstmal so gut ist, weil nachher ist nichts mehr. Damit die braune Farbe kommt mit Natron, mit der Lauge praktisch eingestrichen, 2-mal gemacht. Das Salz da drauf gemacht von Salzrand und die Soße ist ein Gemisch aus Schmand und dem süßen Senf. Süßer Senf, der manchmal bei diesem Päckchen von der Weißwurst dabei ist. Dann belegen halt Weißwurst, Radieschen, Käse, Speck, Käse in kräftiger Emmentaler oder sowas und ab, wieder rein. Entweder zu Hause im Backofen oder im Oni. Oni halt absolut runtergedreht, weil es ist eine Pizza, die oder Brieza, die langsam backt. Da nichts groß mit Oberhitze oder sonstiges. Ich habe den Drehteller, den Stein erhitzt und danach auf minimalste Stufe gedreht. Jo, und dann kam das Ding so raus, dann halt noch mit kleinen Brezeln belegt und ein bisschen Schnittlauch drauf und Knoblauchgras und weiß ja Geier, was man so möchte. Und ich fand es eigentlich witzig vom Geschmack und macht wahnsinnig toll satt. Ist mal was anderes als Pizza. Also Brieza. Mahlzeit.